möchten in dieser schnelllebigen Zeit sagen können, die Zeit schaffen wir uns frei. Ein Tag für uns als Paar, was machen wir zu zweit und was ist uns wichtig, zu zweit zu machen. Gott ist es zwischen dir und mir, das uns wirklich zusammenkittet, dass er in unserer Mitte ist und dass Ehe aber nicht irgendwas ist, wo man sagt, es ist nur für uns. Eine Ehe ist nicht, sich gegenseitig nur in die Augen zu schauen, sondern gemeinsam in eine gemeinsame Zielrichtung zu schauen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was Menschen brauchen. Den Segen Gottes, den man einmal bekommen hat, nochmal für jetzt, wie ich jetzt da bin, wie es mir jetzt als Paar geht, zu haben. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Und als Paar zu überlegen, wie geht's uns, wo wollen wir als Paar hin, sich bewusst zu machen, wir sind nicht zu zweit auf dem Weg, sondern wir sind zu dritt auf dem Weg mit Gott zusammen. Es war ein wunderschöner Tag, es war ein kraftgebender Tag, es war ein Tag auch der Ruhe und ein Tag zu zweit. Für mich ist es seit Jahren die Kraftquelle, sich für Zeit für sich zu nehmen und miteinander reden zu können. Nicht alleine zu sein ist wichtig für uns, aber es gibt nicht nur Kraft, es gibt auch die Verantwortung.